Radioaktivität. Das klingt in der Regel gefährlich und negativ. Dabei können radioaktive Strahlen dem Menschen auch nützlich sein. Zum Beispiel bei einer neuen Medizintechnik zum Aufspüren von Krebszellen, dem Positronen-Emissionstomographen, kurz PET. Ein mit einem Computertomographen kombiniertes Gerät hat die Gesundheit Nordhessen jetzt für gut 1 Million Euro angeschafft. Der ärztliche Leiter des Bereichs Nuklearmedizin, Dr. Liepe, stellt es vor. Also das PET-CT ist das erste Gerät dieser Art hier in Nordhessen. Der große Vorteil der sogenannten Positrons-Emissionstomographie des PETs ist, dass man hier zum Beispiel den Zuckerstoffwechsel von Zellen darstellen kann. Und bekanntermaßen ist der eben erhöht bei einer Vielzahl von Tumoren, sodass wir eben hier sichere Diagnosen stellen können, ist ein Befund bösartig oder gutartig. Neben dem normalen CT-Bild liefert der PET-CT also auch ein Bild vom Stoffwechsel der Zellen. Dafür wird dem nüchternen Patienten zuvor ein radioaktiv strahlender Zucker verabreicht. Kranke Zellen lassen sich nun nicht nur erkennen, sondern auch ihre Art und Position kann genau bestimmt werden. Wir können Verlaufskontrollen machen, wie inwieweit der Tumor auch auf eine Therapie anspricht und können auch viel genauere Untersuchungen und Diagnosen stellen als alleine mit einem CT. Nach 20 Minuten ist die Untersuchung vorbei. Die Behandlung mit dem PET werde aber nicht grundsätzlich und nicht bei allen Diagnosen von der Krankenkasse übernommen. Ein Antrag auf Kostenübernahme durch den Patienten werde aber meist bewilligt, sagt Dr. Liepe. Der Einsatz des PET scheint jedenfalls äußerst sinnvoll. In 20-30% der Fälle könne die Therapie nach der Untersuchung mit dem PET optimiert werden.